Hendrik Otto und sein Team bereiten gut 3 Wochen vor dem Bundespresseball im Hotel Adlon Kempinski das exklusive Dinner für den Bundespräsidenten zu. Als Probeessen. An jedem der 3 Gänge wird bis zuletzt gefeilt. Und auch am Gruß aus der Küche, einem Rote-Bete-Salat. Ein bisschen Schärfe, glaube ich, wäre ganz cool. Das ist wunderbar, ist frisch, ist elegant. Es herrscht hohe Konzentration. Alle Gänge werden nahezu zeitgleich zubereitet. Als Dessert gibt es geschmorte Aprikose mit weißer Schokolade, Ananas-Estragon-Creme und Milchhaut. Das ist wirklich toll. Mit der Aprikose, der Estragon, die Kräuter, die weiße Schokolade, Milch, ist perfekt. Ist geil, sehr schön. Das Probemenü werden 15 Testesser verkosten. Beim Bundespresseball müssen 300 VIP-Gäste zufriedengestellt werden. Daher wagt Hendrik Otto keine allzu großen Experimente. Da versuche ich schon einen Schritt zurückzufahren, um ein bisschen klassischer und konservativer zu kochen, um mehr Gäste einfach abholen zu können. Das ist nochmal was anderes, als wir es im Restaurant machen. Typisch für seine Küche sind die rustikalen Grundideen. Die Auberginenlasagne verfeinert er mit gepufftem Buchweizen. Um die Vorlieben des Bundespräsidenten herauszufinden, rief der 2-Sterne-Koch einen Kollegen an. Er sagte mir, er isst sehr gern Fisch mit Bratkartoffeln. Und das ist natürlich echt eine Herausforderung. Was wir auch in unserem Menüvorschlag mit eingebaut hatten, diese Interpretation der Niederauer Kartoffeln, ist praktisch meine Interpretation von der Bratkartoffel. Und dazu hatten wir eigentlich einen Dorsch geplant, aber der Veranstalter wollte lieber Fleisch haben. Das heißt, wir haben das dann nochmal umgemodelt und gesagt, okay, wir machen ein geschmortes Stück vom Rind. Hendrik Otto wuchs auf einem Bauernhof in Sachsen-Anhalt auf. Sein Handwerk lernte der 42-Jährige bei verschiedenen Spitzenköchen in ganz Deutschland. Seinen ersten Stern erkochte er sich mit 28 Jahren. Seit 2010 ist der Küchenchef im Lorenz Adlon Esszimmer, das mittlerweile mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet ist. Es gilt als heißer Kandidat für das erste 3-Sterne-Restaurant in Berlin. Am 1. Dezember wird der Gastronomieführer seine neuen Bewertungen bekannt geben. Alle zittern in Berlin, klar. Ich glaube, alle Köche, die 2 Sterne haben, 1 Stern haben oder noch keinen Stern haben und motiviert sind, darauf hinarbeiten, fiebern natürlich diesem Datum entgegen. Und ich glaube, wer da nicht nervös ist, ja, der hat einfach seinen Beruf verfehlt. Das Kochen vergleicht Hendrik Otto gern mit dem Formel-1-Fahren. Er arbeitet immer am Limit. Und obwohl er schon für viele berühmte Persönlichkeiten gekocht hat, ist immer Anspannung dabei. Irgendwas passiert immer. Sie denken an alles, irgendwas kommt. Und von dem her, also ich bin immer aufgeregt und ich finde, das gehört auch ein Stück weit dazu. Jeden Abend, wenn das Restaurant aufgeht, was passiert heute, was kommen für Gäste. Die Testesser sind da, darunter wichtige Partner und Sponsoren des Bundespresseballs. Das Probeessen hat Tradition. Es bietet den Organisatoren die Gelegenheit, letzte Details für den Ballabend abzustimmen, nicht nur beim Menü. Es gab dann schon mal ganz tolle Ideen in den Vorjahren, wo man dann festgestellt hat, bei diesem Testlauf, man sieht sich ja gar nicht, da wurde dann die Dekoration leicht verändert oder dass die Farben des Blumenschmucks vielleicht ein bisschen anders noch sein sollten. Also das ist sozusagen, hier kommt dann heute Abend das i-Tüpfelchen auf die Vorbereitung. In der Küche kommt derweil das i-Tüpfelchen auf den ersten Gang, die Sellerie-Rahmsuppe. Hendrik Otto ist mit dem Ergebnis zufrieden. Wir können es natürlich nicht allen recht machen, aber wir probieren das natürlich und hoffen, das gut umzusetzen. Im letzten Jahr war ich wirklich sehr, sehr glücklich, haben wir ein sehr gutes Feedback bekommen. Und ich wünsche mir und hoffe natürlich, dass wir das in diesem Jahr auch wieder schaffen. Die kleine Proberunde ist geschafft. Nun muss es auch den VIP-Gästen beim Bundespresseball schmecken.